Okay, das ist eine sehr gute Frage, weil das Wort Zeremonie im Allgemeinen ist mir super, super wichtig, weil ich zum Beispiel auch das ganze Leben wie eine Zeremonie sehe. Das heißt, in dem Moment, wo wir beginnen, Zeremonien mit in unser Leben einzubeziehen, es können diese Mondzeremonien sein oder was auch immer von Zeremonien kreiert dann werden, bedeutet einfach, dass wir wieder in diese Verbindung zur Natur gehen. Man hat vor Jahrtausenden von Jahren Mondzeremonien gemacht. Es sind Zeremonien gemacht worden, wenn ein Kind geboren worden ist, wenn jemand gestorben ist, wenn ein neuer Lebensabschnitt war. Und wichtig ist einfach, wenn wir wieder beginnen, diese Zeremonien mit in unser Leben einzubeziehen, dass manche Dinge verabschiedet werden, dass manche Dinge willkommen geheißen werden. Umso mehr können wir in unsere Power kommen. Und gerade auch diese Mondzeremonien liegen mir wirklich sehr am Herzen, weil der Mond kann ganze Ozeane bewegen. Und der Mond kann auch ganz viel in uns bewegen. Jetzt gerade auch in uns Frauen. Wir haben eine sehr göttliche weibliche Energie, sind tief verbunden mit Mutter Erde und wir haben die Möglichkeit, in diese Schöpferkraft einzutauchen, dass es wirklich großartige Dinge möglich sind zu erschaffen. Und da müssen wir beginnen, wieder in Einklang mit der Natur zu gehen. Und dafür sind die Mondzeremonien gedacht. Überhaupt Zeremonien, einfach um die Verbindung zu Mutter Erde, zum Universum, zu den Sternen und zum Mond wieder zu spüren und zu erden. Also, ich erschaffe das immer gern so, wenn ich in eine Zeremonie reingehe, dass ich schon den Tag wie eine Zeremonie gestalte. Das heißt, vor einer Zeremonie gehe ich nochmal in die Badewanne, ich tue mich kuschelig einkuscheln, dann mache ich mir einen schönen Platz zurecht mit Decken, mit Kissen, ich stelle frische Blumen auf Kerzen und dann schaltet man sich praktisch online. Man hat einen ganz gemütlichen Platz, wo man sich zurücklegen kann. Und dann wird erstmal am Anfang alles besprochen. Dann eröffne ich den schamanischen heiligen Raum, in dem dass ich die Himmelsrichtungen begrüße, die schamanischen Tiere, die einzelnen Medizin, jeden einzelnes Tieres in den Raum reinrufe, dass da eine richtig starke Power entsteht. Und in dem Moment dürfen sich dann die Teilnehmerinnen in einen Stein aus meiner schamanischen Mesa, aus meinem schamanischen Altar, energetisch via Zoom ihre ganzen Dinge hineinpusten in einer kleinen Meditation, was sie loslassen möchten. Und die Mondzeremonien sind dafür gedacht, dass wir Dinge, die uns im Alltag schwerfallen, Glaubenssätze, Mangelbewusstsein, Ängste, dass wir an diesem Abend diese Dinge alles in den Stein hineinpusten können, loslassen dürfen und ich arbeite dann mit diesem Stein und wir heißen dann die neuen Dinge willkommen. Also wir lassen erstmal Altes gehen und dann gehen wir in die Wünsche und Träume, was sich die Teilnehmerinnen wünschen. Das darf natürlich alles im Stillen passieren. Bei dieser Arbeit gibt es keinen Raum und keine Zeit und ja, die ganzen Zeremonien sind tief aus meinem Herzen kreiert. Da ist nichts einstudiert. Ich mache das, was dann kommt, mit viel Musik, mit Klängen, mit schamanischen Reisen, mit der Trommel, um einfach jeden Einzelnen auf eine andere Bewusstseinsebene zu bringen. Und zwar nicht dort, wo unser Alltag ist, sondern da, wo unsere Ziele, unsere Träume sind, unsere Visionen, unsere größte Bestimmung, unser Herzensweg. Und zum Ende bringe ich praktisch die Kunden auf diese Ebene. Manchmal gibt es am Schluss zum Vollmond noch eine Feuerzeremonie, wo dann jeder auch noch mal was ins Feuer geben darf, weil das auch sehr kraftvoll ist. Also die sind immer unterschiedlich kreiert. Da gibt es immer Mottos, je nachdem, was ansteht oder was ich gerade das Gefühl habe, was jetzt zum nächsten Mond sein sollte.